Sehr verehrte Damen und Herren, vor 2,5 Wochen am 17. Mai ist Dignitas Schweiz 17 Jahre alt geworden und heute am 3. Juni hat Dignitas Schweiz in der Schweiz zum 2000. Mal eine Freitodbegleitung durchgeführt. Bis heute hat Dignitas in der Schweiz jedoch einer ungleich viel höheren Zahl von Menschen geholfen, entweder eine suizidale Krise zu überwinden oder die Dienste einer palliativen Einrichtung in Anspruch zu nehmen. Weil Menschen, die sterben möchten, mit Dignitas über diesen Wunsch wertneutral und ergebnisoffen diskutieren können, wird erreicht, dass sie sich weniger stigmatisiert, sondern mehr respektiert fühlen. Dies verbessert die emotionale Stabilität, mindert das Suizidrisiko und reduziert so die Zahl der gescheiterten Suizide und damit auch der erfolgten Suizide. Es war die Schweizerische Bundesregierung, welche am 9. Januar 2002 in einer Antwort auf eine Frage aus dem Parlament erklärte, nach amerikanischen Forschungsunterlagen entfielen in Industriestaaten auf einen gelungenen Suizid bis zu 49 gescheiterte Suizidversuche. Das trifft auch auf Deutschland zu. Deutschland zählte im Jahre 2013 10.276 amtlich festgestellte Suizide. Nimmt man nur das als Basis und die amerikanische Studie, dann kommt man zur Feststellung, dass die Anzahl der Suizidversuche in Deutschland 2013 500.000 überschritten hat und etwa 490.000 davon gescheitert sind. Das sind täglich etwa 1.350. Und sie haben in Deutschland täglich bis zu 28 vollendete Suizide. Es ist bisher nicht bekannt geworden, dass CDU und CSU durch diese Tatsache veranlasst worden wäre, etwas zur Verringerung dieser Zahlen zu unternehmen. Der Präsident der Bundesärztekammer, Professor Frank Ulrich Montgomery, begnügt sich damit, diese Zahl schlicht zu bestreiten. Er sagt, es sind ja nur 100.000. Damit ist die Sache für ihn erledigt. So viel zum Thema Empathie bei diesem Arzt. Ich meine, ob 500.000 oder 100.000 ist in jedem Fall unannehmbar. Jeder einzelne und vermeidbare Suizidversuch, der den betreffenden Menschen oder auch Dritte schädigen könnte, ist einer zu viel. Aber 100.000 oder 500.000 gescheiterte Suizidversuche bringen Ärzten, psychiatrischen und chirurgischen und anderen Kliniken sowie Pflegeheimen und der Pharmaindustrie jährliche Umsätze von vielen Milliarden Euro. Das ist der wahre Grund, weshalb CDU, CSU und Bundesärztekammer und Kirchen, die ein Drittel der Krankeninstitutionen in Deutschland beherrschen, gegen die Beihilfe zum Suizid in Deutschland kämpfen. Die Behauptung der CDU und CSU, es geht darum, Leben zu schützen, kann nicht stimmen. Wenn CDU und CSU wegen zwei Personen, die in Deutschland durch Dschihadisten ums Leben gekommen sind, eine Vorratsdatenspeicherung einführen will und ein Gebäude errichtet mit 5.200 Zimmern für den Bundesnachrichtendienst, dann müssen sie sich in ungleich viel größerem Maße darum kümmern, wie verhindert man Suizidversuche, um Leben zu schützen. CDU, CSU und Kirchenkreise behaupten sodann, sie wollten etwas unternehmen, damit profitsüchtige Menschen mit dem Tod anderer Menschen kein Geld verdienen. Diese Behauptung ist bewusst falsch. Sie wollen nicht gegen gewinnstrebige Beihilfe zum Suizid ein Verbot erlassen, um sich weiterhin die Gewinne der von ihnen meist über Aktien beherrschten Einrichtungen des Krankenwesens und der Pharmaindustrie weiterhin zu sichern. Und nur deswegen nehmen sie es ohne Wimperzucken in Kauf,
ihren Amtseid zu brechen und das Grundgesetz massiv zu verletzen. Nur deswegen vermeiden sie auf jeden vernünftigerweise notwendigen Blick auf die Rechtsentwicklung in zahlreichen Staaten Europas und der Welt, sowie auf die seit rund 30 Jahren bestehende Schweizer Praxis. Diese Praxis vereint Beratung rund um Patientenverfügung, Palliativversorgung, Suizidversuchsprävention und Freitodbegleitung in Kooperation mit Ärzten, privaten Institutionen wie Dignitas und Behörden. Es geht der CDU-CSU, der Kirche, um Geld und um Macht, nicht um den Menschen, nicht um die Bürger, welche mehrheitlich zahlreiche Umfragen zeigen, wie es deutlich Wahlfreiheit in letzten Dingen wollen. Dagegen gilt es, den Kampf für die Freiheit am Lebensende, für das letzte Menschenrecht zu führen. Applaus